Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, kleiner Sneak heute, aber ziemlich entscheidender Sneak. Falls ihr auch Hexen zu Hause habt oder falls ihr noch keine Hexe zu Hause habt, es kommt wieder eine neue Hexe. Wunderbar, sehr schick. So, ich muss mal eben gucken, wo ich hier reinfahre. Und dann gehen wir gleich da aber auch mal drauf ein. Ich wollte eben noch meinen Farmangriff machen, wo mir doch so schön die Walküren da weglaufen. So, eben nochmal zwei von denen da reingespammt. Ach, jetzt habe ich die gar nicht genommen. Okay, dann können die aber vielleicht nochmal ein bisschen weiter gehen. Ich gucke mal, dass wir uns das hier hinten dann mal aufmachen. Ich habe allerdings jetzt gar keinen... Ach doch, ich habe noch einen Wut. Ich habe noch einen Wut hier. Ich habe doch noch einen Wut und mehr Sprung braucht das Land in jedem Fall. Oh, mit Sprung geiz ich ja mal gar nicht. Okay, aber es passt. Ich brauche ein bisschen das Dunkle eigentlich. Es wäre ganz schick, wenn die Bowler mir das da noch holen. Das machen sie auch. Perfekt. Ich muss noch ein paar Heldenlevel machen hier an meinem King. Und nicht die Queenie vergessen hier. So, wo ist die Queen? Die ist da. Ah, wir nehmen das da mal in Pflicht. Okay, alles klar. Ich habe jetzt nur zwei Supertruppen gehabt, aber demnächst gibt es ja viel mehr Supertruppen. Also es kommen zwei neue Truppen heute in Vorstellung mit Video. Und ich habe mir das Ganze schon angeschaut, finde ich übrigens sehr, sehr schick. Allerdings hat das für mich so einen kleinen bitteren, ich will nicht sagen Beigeschmack oder so Halbbeigeschmack, sondern ich habe da ja tatsächlich, als ich so ein bisschen gesehen habe, habe ich gedacht, da lassen die sich jetzt nichts Neues einfallen lassen, würde ich mal so sagen. Da aber ich gehe da gleich mal drauf ein. Also nicht so wirklich was ultra Neues. Die anderen Sachen, die Balanceänderungen und so weiter und die Helden sind auch nichts Neues, ich weiß. Aber jetzt hatte man ja gedacht, es kommt ja was ganz, ganz Neues, was noch nie da gewesen ist. Gar keine Frage, aber so in etwa, glaube ich, hat es das denn doch schon mal gegeben. Okay, das hat es auch schon mal gegeben, dass ich hier 100% mache im Farm. Nehmen wir nochmal mit und dann gehen wir mal hier ins Eingemachte. Ich muss mal eben gucken. In die Ereignisse, also hier Superhexe und Inferno-Drache. So ein bisschen erinnern mich allerdings beide Truppen. So ein ganz kleines bisschen, wenn man das Video sieht. Natürlich an den Inferno-Drachen von Clash Royale. Dort ist er eigentlich genau so. Sein Strahl, um etwas wegzubrennen, wird immer stärker und glüht dann durch. Also ähnlich, eigentlich genauso wie in Inferno, nur aus der Luft. Und die Superhexe macht eigentlich nichts anderes, als dass sie ein Riesenskelett beschwört. Und auch das Riesenskelett gibt es ja in Clash Royale. Oder auch ab und zu mal hier in den Events. Aber egal, es sind zwei neue Supertruppen. Das war jetzt nur meine Meinung. Zur Verstärkung deiner Armee eingetroffen. Also sie sind ja noch gar nicht eingetroffen. Also nicht so forsch hier, Supercell. Die anderen Supertruppen können auch aufgewertete Versionen der normalen Truppen vorübergehend in der Supersauna. Ja, die Supersauna. Neben deinem Dorf ausgerüstet werden. Haben die das wirklich so gemeint, Supersauna? Ich habe immer gesagt, sieht aus wie eine Sauna, weil es gibt ja so Saunen, ne? In dem Update stellen wir den Inferno-Drache und die Superhexe vor. Der Inferno-Drache, klar, ist eine Supertruppenversion des Drachenbabys. Aha, okay. Ausgestattet mit einem mobilen Inferno-Turm auf den Rücken. Und genau wie beim Einzelziel, so wie ich eben gesagt habe, bis zu 1600 Schaden pro Sekunde. Es ist an der Zeit, einige feindliche Verteidigungsgebäude einzuschmelzen. Aber gibt aber einen kleinen Hintergrund, beziehungsweise was ich dann nicht ganz so glauben konnte. Die Superhexe ist ein weiterer Neuzugang in der Liste der Supertruppen. Es gibt ja schon zweimal Hexen, vielleicht auch mehrmals, wenn ihr auch eine zu Hause habt, wo die Hexe eine kleine Gruppe von Skeletten und die Nachthexe einen Schwarm Fledermäuse beschwört. Beschwört die Superhexe nur eins, den Knochengigant. Der Knochengigant ist ein einziges riesiges Skelett mit fast so vielen Trefferpunkten wie ein Superriese. Das ist natürlich extremst viel. Aber was noch dazu kommt, muss ich sagen, was die Superhexe hier ausmacht, sie macht auch noch 360 Schaden pro Sekunde, also doppelten Schaden, ja, im Vergleich zur normalen Hexel auf maximalen Level. Der Inferno-Drache hat relativ wenig Punkte, obwohl er ja so ein bisschen mit Schild erscheint, also so ein bisschen so eine Art... So eine kleine Rüstung anhat. Und ich weiß nicht. Mal sehen, wie schnell oder wie langsam der ist. Da lassen wir uns mal überraschen. Und
Der kostet Verbesserungskosten 60k dunkles Elixier. Okay, und ausbilden. Ah, okay, der kostet dunkles Elixier, wenn man ihn freischaltet, und er kostet dann Elixier, wenn man ihn baut. Alles klar. Ist ja bei den anderen auch so. Ja. Ich bin gerade verwirrt. Was mich noch mehr verwirrt, ist die Superhexe. Wohnraum allerdings 40 Truppenplatz, Leute. 40 Truppenplatz, das ist extremst viel. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, die hat mal eben, da muss ich jetzt eben mal nachgucken, was so eine Hexe eigentlich an Trefferpunkte hat. Lass mal gerade gucken. Eine normale Hexe hat an Trefferpunkte 480, Leute, 480, nimmt aber auch nur 12 Platz ein. Und die hier, ich weiß nicht, ob das ein Witz oder ein Scherz ist oder so, die Superhexe hat 3200 Trefferpunkte und das Riesenskelett nochmal 4100. Okay, alter Falter, ist das nicht ein bisschen viel? Das hört sich schon wieder so ultra OP an, aber 40 Wohnraum, da kannst du nicht viel von mitschleppen, ne? Allerdings kann ich mir vorstellen, dass die ganz gut in der Dev sind. Die nehmen ziemlich viel Schaden auf. Aber 40 Wohnraum, alter Falter. 280 durch 40, da geht nicht viel beim Rathaus 13 und 12. Naja, okay. Ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch, was diese Truppen angeht. Die Bildchen finde ich ganz nett. Also auch das Design, wenn ihr das Video schaut, auf dem Kanal von Clash of Clans. Dann erkennt ihr in jedem Fall den Drachen wieder und ja, mit dem mobilen Inferno hinten auf dem Rücken und auch die Hexe. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist das Ganze, aber ich denke mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da mache ich auch mal einen Screenshot von, würde ich sagen. Und dann verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch weiterhin ein schönes Wochenende. War nur ein kurzer Sneak heute, aber ein heftiger Sneak. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Clashed.